So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft und auch gleichzeitig mit einem neuen Texturenpack. Ich habe jetzt wieder das Texturenpack von Honeyball AP, das ganz normale, da ich mir doch gedacht habe, dass es doch irgendwie schöner ist, wenn wir doch mal wieder mit etwas anderem spielen. Und ja, sei doch mal ruhig, es ist mitten in der Nacht, da musst du mir hier nicht die Ohren voll mähen. So, auf jeden Fall hatte ich mir gedacht, dass wir nochmal wieder mit einem Texturenpack spielen. Ich finde es doch irgendwie immer mal wieder angenehmer. Oder immer mal wieder angenehm. Vor allen Dingen kann man immer jetzt die ganzen Sterne betrachten. Und das finde ich doch eigentlich immer schön. So, da ist jetzt mitten in der Nacht. Das würde ich sagen, wir gehen mal lieber erstmal schlafen, bevor wir hier irgendetwas machen. Was immer noch nicht so richtig funktioniert, ist das Problem mit den Fackeln. Da muss ich wirklich nochmal schauen, dass die heller sind, weil wie man sieht, die machen jetzt so gut wie kaum Unterschied. Sie machen schon einen Unterschied, nur den sieht man nicht so wirklich. Und das muss ich auf jeden Fall nochmal schauen, wie man das damit macht. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen und gucken mal, was der Tag so bringt. Hier sind auf jeden Fall jetzt gerade mal keine Monster, das ist mal ganz nett. Dann können wir uns ja erstmal beruhigt hinlegen. Jetzt hatte ich mir erstmal für den heutigen Tag was überlegt. Und zwar, dass wir das da hinten mit der kleinen Tierfarm noch ein bisschen vergrößern. Sprich, die Schäfchen haben wir ja soweit fertig. Aber dass wir vielleicht auch noch ein paar andere Tiere mit dazu holen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie das mit Spinny, wie das mit Essen aussieht. Wir haben hier nochmal Steak. Das ist schon unser letztes Steak. Hatten wir kein Steak mehr. Dann müssen wir ja schon bald wieder was... Oh, nicht schon wieder ein Enderman. Dann müssen wir uns kurz wegdrehen. Den will ich ja jetzt eigentlich nicht unbedingt hier drin haben. So, wir gucken erstmal kurz. Ach du Schande, der teleportiert sich hier schon wieder von A nach B. Da müssen wir mal kurz aufpassen, dass wir den hier nicht in den... Was ist denn jetzt los? Das sieht wahrscheinlich noch so ein bisschen... Täusche ich mich jetzt oder warum das eben auch schon so hier geht? Das ist mein... Ach, mein Inventar ist wahrscheinlich in der Beziehung noch nicht ganz... ganz ausgereift. Sehe ich gerade. Das ist ja dann ziemlich doof. Ist jetzt eigentlich ziemlich... Ja, lassen wir das jetzt so. Wieso ist das eigentlich so? Ist das nicht ganz... 100%ig geupdatet. Also ich logge mich mal kurz aus und ich bin dann gleich wieder da. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Es gab nur ein kleines Problem mit den Texturen, ansonsten ist ja noch alles in Ordnung. So, ich hatte mir jetzt irgendwie schon die Zäune rausgeholt. Ach ja, die wollte ich ja für die Erweiterung haben. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich aber noch mehr. Das wird wohl nicht mehr reichen. 64, dann nehme ich mal die Stickies mit. Ich nehme mal das Holz auch noch mit. Wir tauschen hier mal so ein bisschen ein. Kies können wir uns dann nachher immer noch holen. Ich guck mal gerade, wie sieht es eigentlich aus mit der Menge an Holz. Da haben wir noch Tropenholz. Das brauchen wir ja für den Kakao später. Das ist ja jetzt eigentlich noch nicht wirklich wichtig. Was brauchen wir noch? Mal kurz alles durch. Haben wir gar keine Stickies mehr oder sonstiges Holz? Ne, haben wir anscheinend nicht. Dann müssen wir damit auskommen. Ach ja, da haben wir auch noch Stickies drin. Na gut, dann machen wir das einfach mal so. So, zack, zack, zack und zack, zack, zack. Dann machen wir damit weiteres Holz. Dann nehmen wir noch ihn hier und ihn hier. Ach, und ihn hier. Dann verbrauchen wir das jetzt einfach erstmal alles. Später müssen wir dann wohl notgedrungen noch Bäume fällen. Ich will ja nicht immer so gerne von meinen Bäumchen hier alles wegreißen, weil der Wald soll ja eigentlich bleiben. Aber gut,
Das werden wir noch irgendwie hinkriegen. So, jetzt gehen wir mal kurz nach draußen und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Verlängerung machen. Ich habe ja, glaube ich, für diese Länge hier, wie viele habe ich dafür gebraucht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kommt das Zauntor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich mich jetzt verzählt? Dann ist das gar nicht. Doch, das müsste aber mittig sein. Das sieht so mittig aus. Ich zähle das nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann kommt schon das Zauntor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kann man mal sehen, das ist überhaupt nicht ganz mittig, aber das sieht so mittig aus. Also wenn ich jetzt von hier weiter gucke, ich kann auch nochmal das zwischen den Fackeln zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann müssen das hier theoretisch 8 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, es sind 8. Dann ist das sowieso nicht mittig, aber was soll's, es sind... Ich zähle jetzt einfach mal die ganze Reihe nochmal durch. Ja, tut mir leid, dass das so ein bisschen doof gerade ist. Ich gucke nochmal die hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mensch! So ganz einfach mache ich das jetzt. Ich mache das erstmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich ziehe erstmal 9 und dann kommt das Zauntor. So mache ich das jetzt. Damit ich das nämlich auch gleichmäßig habe. 1. Ne, ich muss ja jetzt schon von hier ausgehen. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Und dann kommt das Zauntor, habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Was brauche ich dafür nochmal? Ich brauche dafür Stickies und Holz. Ich glaube, ich habe hier noch meine Werkbank stehen, das ist ja ganz gut. Dann gehe ich mal kurz zur Werkbank und gucke mir das nochmal genau an. So, Stickies brauche ich dafür und zwar genau so. Und Holz. Zack, da haben wir unser Zauntor und dann brauchen wir demnächst auch schon wieder Holz, damit wir hier weitermachen können. Aber gut, jetzt gucken wir erstmal hier. So, bei 9 war ich jetzt. Kriege ich natürlich jetzt hier kein Zauntor, glaube ich, ran. Nee, das klappt natürlich nicht, war klar. Da muss ich mir das Zauntor jetzt da einfach mal denken und dann mache ich hier einfach weiter und nach dem Zauntor. Das gehört ja alles noch zum... Was gehört denn hier eigentlich alles zum Zauntor? Muss ich mal kurz gucken. Wenn ich Glück habe, bleiben die da einfach drin. Dann zähle ich nämlich einmal kurz die hier ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und der 10. ist dann der Rest. Ja, ob das funktioniert, ist natürlich jetzt die Frage. Dann machen wir das nämlich einmal so. Ziehen wir hier noch das Zauntor rein und dann ist das nämlich schon mal fertig. Aber was mir hier gerade auffällt, wir müssen wahrscheinlich die hier noch verlängern. Oder reichen diese Blöcke noch? Ich gucke das mal kurz nach. Denn sonst lasse ich das nämlich erstmal mit dem Verlängern. Ich brauche nämlich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oder reichen die jetzt? Bin ich mal ein bisschen überfragt. So, das habe ich jetzt. Dann brauche ich nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guck mal kurz, ob das funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Jetzt bräuchte ich davon nur noch mal die Länge. Und dann wüsste ich, ob das reicht.
oder ob das nicht reicht. So, ich zähle mal von Anfang an bis zum Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jetzt muss ich mal kurz das andere zum Vergleich zählen. Und wenn das natürlich 20 sind, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es sind 20, das heißt, ich muss hier noch einen ranziehen. Und dafür müsste man das Ganze mit Erde auffüllen. Jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass das der Fall sein wird. Zack, zack. Dann kommen wir erstmal den hier mal ranziehen. Dann hat sich der schon mal erledigt. So, und jetzt wird es wieder dunkel. Dann gehen wir doch erstmal schlafen und machen dann den Rest am nächsten Tag, was wahrscheinlich gar nicht reichen wird. Aber egal. Es ist nämlich... Wieso steht da schon wieder ein Zombie drin? Entweder ist es da drin wirklich zu dunkel oder es liegt an dem Problem mit den Fackeln allgemein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ansonsten irgendwie zu dunkel hier drin ist. Müssen wir natürlich mal aufpassen, dass hier keine Creeper mehr drin sind. Und wenn, dann müssen wir natürlich echt vorsichtig mit dem Dreck umgehen. Ne, ist nur eine Zombie. Ja, dann komm hier. Dann komm. Jo, du triffst mich auch noch, du kleiner du. Dann gib mir mal deine XP hier. Und dann legen wir uns mal schnell schlafen. Ich weiß gar nicht, was ich mir noch so alles vorgenommen hatte, was ich hier noch unbedingt machen will. Auf jeden Fall war das jetzt. Ich wollte jetzt unbedingt erstmal hier noch Rinder mit reinkriegen. Kühe. Die wollte ich jetzt auf jeden Fall noch mit drin haben, weil jetzt brauchen wir erstmal Erde. So, 64. 64. Und 24. Das werde ich jetzt einfach mal mitnehmen, damit ich da so ein bisschen alles noch alles ausgleichen kann. Wir haben da ja noch genug zu füllen. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn die Welt natürlich nicht ganz gerade ist, aber das ist natürlich auch umso schöner, finde ich, als wenn alles kerzengerade angeordnet ist. Und dann müssen wir einfach mal anfangen, das Ganze hier mal zu verlängern. Das wird dann noch ein Heidenspaß. Aber was soll's. So, dann nehmen wir mal die ganzen Ecken hier alle mit. Die kleine Kuh. Die wird gleich die erste sein, die bei mir da drin steht. Würde ich mal so sagen. Aber bevor wir natürlich weitermachen, müssen wir das ja erstmal füllen, sonst kommen wir da mit dem Zaun ja nicht hin. So. Ob die Erde überhaupt dafür reicht, ist überhaupt die Frage. Ich hoffe, das reicht irgendwie, weil sonst müssen wir noch unbedingt weiter Erde holen. Aber ich denke eigentlich, das müsste reichen, oder? Wenn wir uns jetzt mal die Größe anschauen, ja, kommt gerade hin. Großartig reichen tut es nicht, aber es kommt hin. Dann bin ich ja schon so einigermaßen erfreut. So. Zack, zack. Das kommt natürlich alles noch viel besser nachher. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen hochgestapelt hier. Das müssen wir natürlich nachher alles noch besser angleichen. Aber für den ersten Moment kann man das ertragen. Zack, zack. Oh, du musst dorthin. Und dann kriegen wir das, glaube ich, noch irgendwie hin. Hoffe ich doch einfach mal. So, du, du und du. Natürlich mit dem ganzen Gras hier. Das müssen wir später sowieso alles noch ein bisschen wegmachen. Deswegen greife ich ab und zu schon mal jetzt zu den Mitteln und entferne das mal so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, bis wo müssen wir überhaupt noch hin. Das muss ja mindestens noch alles hin. Weil sonst das wird total so abgequetscht aus. Zack, 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 zack.
Nee, du sollst da oben nicht hin. Du sollst da hin und dann kommst du dort und dort und dort. Und die Kuh steht auch schon da. So, mit Mühe kriege ich hier noch diese Reihe hin. Und dann brauchen wir auch schon wieder Erde. Nee, ich habe noch ein klein bisschen im Inventar, aber dann brauchen wir wieder Erde. Aber das wird auch erstmal reichen für diese kleine Stelle, das ist ganz gut. Dann haben wir das ja gleich. Ja, stell du dich mal noch in den Weg. Kleines, freches Monster, du. So, jetzt kommst du mal kurz da hinten weg am besten, damit ich dort rankomme. Du kleine, freche Kuh, du. So, damit hätten wir erstmal die Reihe fertig. Ich würde mal sagen, die hauen wir einfach mal mit zu. 1, 2. 1, 2, 3. Und dann haben wir hier noch einen. Das müssen wir natürlich nachher alles noch vergrößern. Bis an, am besten bis dort hinten hin, damit es eine ganze Strecke hier ergibt. Aber das machen wir eigentlich dann, wenn es soweit ist. So, jetzt können wir weiter unser Holz hier ziehen. Das finde ich gut. Kriegen doch schon einigermaßen was hin. In dieser Aufnahme. Ich muss ja noch ein bisschen vorproduzieren, da ich ja ab den 3. bis zum 8. komplett nicht da bin. Das heißt, in der Zeit kann ich nichts aufnehmen und deshalb muss ich mal versuchen, ob ich das dann irgendwie anders hinkriege. So, ich glaube, wir müssten richtig sein. Gehst du mal da weg. Dann ziehen wir nämlich hier unser Zäunchen hier einmal rum. Du kannst genau gleich da reingehen, du Kuh. Das ist genau richtig, was du machst. Das hast du dir gut überlegt, denn du musst da nämlich sowieso gleich rein. So, wo ist der andere Zaun? Der ist schon hier. Wir haben es genau richtig gemacht. Nee, nee, nicht dahin. Du musst natürlich, wenn denn schon, dahin. Und zack, ist das Ganze verbunden. Wunderbar. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt doch so gut funktioniert. Dann können wir mich jetzt... Ach, das Zauntor haben wir ja schon. Ich brauche aber dafür noch ein Zauntor, dass man hier drin selbst hin und her marschieren kann. Sprich, dass man hier reingeht und dass man von hier auch gleich hier durchkommt. Damit ich nicht immer ganz außen rum gehen müsste. Aber dafür brauche ich dann noch Zäune, also Zauntor. Das müssen wir uns dann auch nochmal holen. Wir machen mal kurz das ganze unnötige Gras hier weg, das ganze Unkraut. Dann kriegen wir noch ein paar Samen dazu. Und dann haben wir dieses Gehege, sage ich jetzt mal, schon fertig eigentlich. Hier muss nur auch das Gras ein bisschen nachwachsen. Und dann hätten wir die ganze Geschichte eigentlich schon hiermit geschafft. So. Haben wir noch ein paar Fackeln da? Fackeln habe ich noch dabei. Dann können wir die hier gleich verteilen. Einmal hier beim Zauntor direkt, also einmal dort und dort. Dann noch jeweils hier die Ecken.